Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTE Online. Leute, heute habe ich einen SEO Bodyguard Outfit Speichern Glitch. Schönes Wort. Jo, und zwar wie ihr die Bodyguard Outfits speichern könnt. Was braucht ihr da dazu? Ihr braucht einen Kumpel, der sich als SEO registriert oder registrieren kann. Und ja, ihr müsst auch dann in seiner Organisation sein. Der Glitch funktioniert auch nach der großen Aufräumaktion von Rockstar. Und da sind wir schon. In meinem Fall will ich hier das Bodyguard Outfit 1 haben. Und somit muss Waldany, der mir hier geholfen hat, ich glaube auf Waffenhändler gehen. Aber wie gesagt, das bleibt an euch überlassen, was für ein Outfit ihr denn wollt bzw. abspeichern wollt. Wie ihr seht, hat er jetzt hier den Bodyguard 1 beim Waffenhändler oder das Outfit 1 beim Waffenhändler ausgesucht. Und jetzt gehe ich einfach in die Dusche. Es ist jetzt meine Yacht, es könnte aber auch die Yacht vom Freund sein, ne? Oder vom Waldany in meinem Fall. Wenn ihr hier drin seid, drückt der Steuerkreuz rechts und die Duschanimation beginnt. Das sagt er jetzt euren Kumpel. Hallo, ich bin jetzt unter der Dusche. Animation hat begonnen. Und dann muss er euch nur noch rausschmeißen aus seiner Organisation. Seht ihr? Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Wenn das passiert ist, brecht ihr das ab mit B. Und seht da, ihr habt immer noch die Bodyguard-Uniform an. Und genau das ist der kleine Glitch. Oder man kann auch sagen, der kleine Programmfehler. Jetzt geht ihr zum Kleiderschrank, euren oder den von eurem Freund, je nachdem, wen die Yacht ist, und speichert das Ganze einfach ab und er gespeicherte Outfits bearbeiten. Und da drückt er bei der Xbox One auf X. So, jetzt zeige ich euch das nochmal aus meiner Ansicht. Und zwar habe ich mich jetzt als SEO registriert, suche den Waffenhändler aus, weil Waldany dieselbe Outfit möchte, das ich habe, und bereite mich jetzt darauf vor, ihn zu entlassen aus meiner Organisation. Sobald er mir sagt, dass er in der Dusche ist bzw. die Animation gestartet hat, dann schmeiße ich ihn raus, also entlasse ihn, bestätige das Ganze mit A und er ist nicht mehr Mitglied meiner Organisation. Jetzt warten wir drauf, dass er rauskommt. Und da ist er auch schon, und zwar mit dem Bodyguard-Outfit, das er sich ausgesucht hat. Jetzt braucht er das Ganze hier nur noch abzuspeichern und ihr seht, jetzt haben wir beide das Bodyguard-Outfit, das wir wollen. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit dem Glitch. Bis zum nächsten Video, euer Peter. Wow.